Herzlich willkommen im Überseemuseum. Hier könnt ihr ferne Kontinente und Länder bereisen und ich nehme euch heute mit in die Steppe Asiens. Jetzt in der Steppe Asiens und neben mir seht ihr schon die Saiga-Antilope, ein ganz besonderes Tier, das ich euch heute etwas vorstellen möchte. Ja, die Saiga-Antilope, diese hier, die hat sich wohl gerade ein wenig von ihrer Herde entfernt, denn eigentlich leben Saiga-Antilopen mit anderen Tieren zusammen in Herden. Dort bewegen sie sich dann durch die Steppe und fressen Gräser oder auch Kräuter und sind eigentlich die ganze Zeit auf Futtersuche. Es gibt aber auch gefährlichere Situationen bei den Saigas, denn es kann passieren, dass ein Räuber sich nähert und anschleicht, zum Beispiel ein hungriger Wolf. Und jetzt ist die Frage, meint ihr, dass die Saiga-Antilope eine Chance hat, vor dem zu entkommen? Guckt sie euch an. Die dünnen Beinchen, die Hufe. Und ich glaube, ihr werdet ganz schön verblüfft sein, wenn ich euch jetzt erzähle, wie schnell diese Saiga-Antilope laufen kann. Sie kann tatsächlich 80 Stundenkilometer schnell werden. Das ist so schnell, wie wenn ihr mit einem Auto über die Landstraße fahren würdet. Also schneller als die Straßenbahn, die durch Bremen fährt, und auch schneller als eine Fußballspielerin oder als ein Fußballspieler laufen kann. Jetzt ist die große Frage, wie macht sie das? Wie kann sie so schnell werden? Und wenn ihr euch die Landschaft hier anguckt, es ist auch recht staubig hier. Es wird viel Staub aufgewirbelt, während sie läuft und galoppiert. Ihr könnt euch sicherlich auch vorstellen, wie unangenehm das ist, wenn man in einer Staubwolke die Höchstgeschwindigkeit läuft. Da ist die Saiga allerdings bestens ausgerüstet. Wenn man sie sich nämlich anschaut, fällt eins sofort auf. Ihr seht es, sie hat einen ziemlich großen Riecher, eine ziemlich große Nase. Eigentlich so eine Art kleinen Rüssel. Und der hilft ihr beim Laufen, beim Galoppieren. Die Nase ist nämlich ähnlich wie eure Nase. Sie ist von innen feucht, die Nasenschleimhäute, und ist mit Haaren bedeckt. Und das sorgt dafür, weil sie eben so groß ist, dass wenn sie durch nur so eine Staubwolke läuft und galoppiert, dass der Staub eigentlich abgefangen wird von der Nase. Der bleibt drinnen, wie bei einem Filter, und sie kann den Rest der Luft gut einatmen und so schnell laufen und auch dem Wolf entkommen. Es gibt noch eine weitere Besonderheit der Nase. Und die hat was mit der Temperatur zu tun. Würdet ihr nämlich die Saiga-Antilope besuchen wollen im Winter, dann müsstet ihr euch ganz schön warm anziehen. Weil in ihrer Heimat, in der Steppe Asiens, da wird es richtig kalt. Hier wird es nämlich minus 40 Grad kalt. Das ist richtig kalt und ihr kennt es, wenn ihr hier wärt und es wäre so kalt, dann würde es beim Ausatmen, würde euer Atem gefrieren und weiß werden. Und beim Einatmen wäre die Luft auch bitterkalt. Und auch dafür ist die Nase der Saiga richtig praktisch. Wenn sie nämlich einatmet, die ganz kalte Luft, dann wird die erstmal in der großen Nase ein bisschen erwärmt, bis sie in die Lunge kommt. Und so kann sie viel leichter atmen und eben auch leichter rennen. Jetzt habt ihr viel Spannendes über die Saiga-Antilope erfahren. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr auch mit euren Freunden oder Familien ins Überseemuseum kommen und euch die Saiga-Antilope mal richtig anschauen. Und auch sehen, welche Tiere hier noch in der asiatischen Steppe leben. Wir danken der Sparkasse Bremen dafür, dass ihr auch als Kinder freien Eintritt habt, um hier ins Überseemuseum zu kommen. Also nutzt die Gelegenheit. Und jetzt bin ich gespannt, ob ihr folgende Frage richtig beantworten könnt. Es geht um die Höchstgeschwindigkeit, die Saiga-Antilope laufen kann. Ist sie so schnell, also ist ihre Höchstgeschwindigkeit so schnell, wie eine Straßenbahn, die durch Bremen fährt? Dann ist Antwort A die Antwort, die ihr aufschreiben und notieren müsst.
sagt ihr aber, ah nee, die Seiger-Antilope, die ist maximal so schnell, wie eine Fußballspielerin oder ein Fußballspieler auf dem Fußballfeld läuft, dann ist Antwort B die richtige Antwort, die ihr jetzt notieren müsst. Und wenn ihr sagt, na, die Seiger-Antilope, die wird so schnell, maximal so schnell, wie ein Auto, das über die Landstraße fährt, dann ist Antwort C die Antwort, die ihr nun aufschreiben könnt und die ihr per E-Mail an das Überseemuseum schicken könnt. Die Adresse ist marketing@übersee-museum.de. Ich wünsche euch viel Glück und ich wünsche euch auch viel Glück und viel Spaß mit den Preisen, die ihr gewinnen könnt. Also ich drücke euch die Daumen und vielleicht sehen wir uns bald hier im Überseemuseum.